Einen guten Abend aus Mönchengladbach zum nächsten Spiel. Es geht weiter in der Gruppe G. Heute Nachmittag haben ja bereits in München die Polen mit ihrem 2:1-Sieg gegen die Griechen vorgelegt. Jetzt also starten die beiden Mannschaften, die noch verbleiben in dieser Gruppe. Und das ist der Gastgeber, der Co-Gastgeber 2012, Ukraine gegen die Türkei, die die Qualifikation zur Europameisterschaft leider nicht erfolgreich abgeschlossen haben. Sie sehen die Aufstellung beider Mannschaften. Im Tor der Ukraine weiterhin Andrei Pjatov. Und hier sehen wir die Spieler, die jetzt auf den Rasen gehen werden, um dann dieses Spiel zu bestreiten. Es ist klar, der Sieger muss mit 2 Toren Vorsprung gewinnen, um eindeutig an Polen vorbeizuziehen. Das war die Hymne der Ukraine und jetzt kommt die türkische Hymne und es wird laut werden. Viele türkische Zuschauer in Gladbach. So, dann kann es ja endlich losgehen hier bei diesem Spiel. Die Ukraine stößt an mit Andrei Voronin. Also der Ball rollt hier in Mönchengladbach zum nächsten Spiel und es ist inzwischen ja schon das 14. Spiel bei diesem Turnier und die Ukraine mit viel Tempo am Anfang. Das ist aber jetzt Nurişahin und Einwurf für die Türken. 2008 bei der Europameisterschaft, wir wissen es alle, im Halbfinale gegen Deutschland ausgeschieden. Das ist Arda. Burak! Burak! Das war doch gleich die erste Ansage der Türken. Guter Kopfball, etwas zu weit am Tor vorbei, aber der war auch schwierig zu nehmen. Für ihn hätte man etwas mehr draus machen können. Abstoß Andrei Pjatov. Konopjanka. Das große Spiel ist es sicherlich nicht. Das passiert, wenn die Griechen gegen die Türken ran müssen. Am dritten Spieltag. Dann wird es richtig groß. Burak hatte eben die große Chance. Nurişahin. Emre. Auf Arda Turan genannt. Arda! Nächste Möglichkeit. Und Pjatov etwas am Wackeln, aber im Nachfassen hat er den Ball. Gute Möglichkeit. Davon Arda Turan. Jaremolenko. Geklärt und Einwurf für die Ukraine. Kusev. Jaremolenko. Kein Abseits. Aber die Türken passen wieder auf. Es gibt Abstoß. Anscheinend Jaremolenko als letztes am Ball. Und der weite Abstoß von Volkan. Nazarenko. Nächste Vorwärtsbewegung der Ukraine. Selin. Konopjanka. Nazarenko. Und jetzt raus auf die linke Seite, auf Selin.
Konopianka. Jetzt ist da mal die Möglichkeit, aber der Schuss von Konopianka. Viel zu harmlos für das Tor von Volkan. Nächste Vorwärtsbewegung der Türken. Und der Pass auf Emre ist gut, wenn er rankommt. Kommt ran, die Flanke! Und der Ball am Tor vorbei. Abstoß für Pjatov. Und er legt sich den Ball zurecht. Burak. Arda. Kein Foul. Emre. Türken machen das sehr gut, auch wenn sie sehr kompakt da in der Mitte spielen. Die großen Angriffe kommen über die Seiten und deshalb wundert es ein bisschen, dass die so kompakt spielen. Yarmolenko. Wird da weit zurückgetrieben von den Türken. Selin. Seitenwechsel. Gegen Burak. Und das war regelkonform. Aber dann der Fehlpass von Burak. Und so wieder die Ukraine über Voronin. Erste halbe Stunde ist gleich um. Und es ist ein sehr zögerndes Spiel beider Mannschaften, die nicht unnötig Fehler begehen wollen. Voronin, jetzt ist da mal der Pass auf Nazarenko, aber abgefälscht. Und dann fehlte dem Pass das Tempo. Arda Turan, andere Seite, Burak. Emre behält den Ball gegen Yarmolenko. Schiedsrichter lässt wieder laufen. Emre. Und der Pass auf Hamid Altintop bleibt in der ukrainischen Abwehr hängen. Nurishain. Sabi. Kommt gut durch und das ist die nächste Flanke, die erfolgreich wäre. Und Burak mit dem nächsten Schussversuch. Das wäre etwas zu viel des Guten gewesen, wenn der ins Tor gegangen wäre. Hier die Flanke. Gut durchgesetzt. Erster abgewehrt und dann dieser halbe Schuss sozusagen über den eigenen Körper rüber. Dann aber auch über das Tor von Andrei Pjatov. Nächster Angriff der Türken. Die machen richtig viel Tempo. Burak gegen Mihalik. Setzt nochmal zurück auf Sarara. Aber Nazarenko leitet die Gegenseite ein. Von der Ukraine sieht man weniger als gedacht, wo doch eigentlich dieses Spiel auf Augenhöhe passieren sollte. Gusev. Und das ist der Münchner, Timoschuk. Konopianka, jetzt wäre links etwas Platz, aber das ist die Position von Konopianka und viel zu langsam nachgerückt auf der linken Seite. Und so haben die Türken ein einfaches Spiel. Emre. Arda Turan. Pass kommt ungewollt auf Burak, aber der ist gut. Sarara. Emre. Hamid Altintop, der Pass in die Spitze und der wäre nicht beim Abseits gewesen. Konopianka. Jetzt haben sie Platz. Die Ukraine. Voronin. Und der Pass ist viel zu ungenau. Und dadurch ist die erste Halbzeit jetzt torlos vorbei. Da hatten die Ukraine zum Schluss doch nochmal die große Möglichkeit. Viel Platz, weil die Türken gerade sehr in der Vorwärtsbewegung waren. Also ein Spiel auf Augenhöhe. Die Türkei mit leichten Vorteilen, was die Chancenzahl angeht, die Ukraine etwas mehr Ballbesitz. Allem in allem kann man sagen, diese Mannschaften begegnen sich auf Augenhöhe, aber noch nicht hochklassig. Weder die Ukraine noch die Türkei. Das haben wir schon deutlich besser gesehen in Spielen. Deutlich mehr Bewegung nach vorne. Dieses 0:0 zeigt, wie die erste Halbzeit verlaufen ist. Und es ist eins dieser 0:0 Spiele, bei denen man sagt, es steht leider 0:0. Viele Spiele im 0:0 sind leider so. Es gibt wenige, bei denen man sagen kann, das war ein gutes Spiel, obwohl es 0:0 ausgegangen ist. Aber hier
muss in der zweiten Halbzeit etwas mehr passieren. Die Türken und die Ukraine haben jetzt 45 Minuten Zeit. Wir melden uns zu diesen wieder. Bis dann.